Wenn wir Spaziergänger treffen, die halten die uns bestimmt für verrückt. Ach Quatsch, weiß doch jeder, dass heute Halloween ist. Die finden das bestimmt lustig. Weil Halloween ist oder was? Wir sind auch schon öfters abends geritten. Ja, aber heute ist Halloween. Wir wissen nicht, was da passiert. Schon wieder? Hast du schon wieder das Knacken gehört? Das ist nicht. Und ein bisschen gruselig ist es heute schon. Ja klar, ist ja auch Halloween. Hier ist kein Mensch, nicht mal mehr ein Fußgänger. Es wird so schnell dunkel. Nebelig. Wir reichen da hinten noch eine Schlaufe und dann gehen wir noch nach Hause. Okay? Julia, wirklich, da ist jemand da hinten. Quatsch, Marina. Weißt du was? Warte jetzt mal einen Moment, die Inka. Ich geh gucken. Nein. Doch. Ich geh jetzt nein, ganz kurz gucken. Da ist niemand. Alles gut, Marina. Nein. Da ist niemand. Julia, komm wieder. Wo bist du? Mann, Julia, komm bitte wieder. Julia, bitte. Alles gut, da ist niemand. Alles gut. Da ist wirklich niemand mehr. Doch wirklich, hier war so einer, der hatte sowas in der Hand, was sie schon mal manchmal zum Grasmähen benutzen. Ja klar, wissen wir denn, du hast den Sensenmann gesehen oder was? Keine Ahnung, wer das ist, aber ich hab Angst. Marina, du bleibst jetzt bitte dicht bei mir. Treib die Kleine schön fleißig vorwärts, okay? Okay, Julia, aber was hast du auf einmal? Du machst mir Angst. Ich glaube, ich habe auch etwas gesehen. Aber du brauchst keine Angst zu haben, ich bin ja bei dir. Nur, mir ist es auch lieber, wenn wir von hier verschwinden. Ja, okay. Hier links können wir runterreiten. Das ist der schnellste Weg zum Stall. Nein, wir reiten hier rechts rum. Da können wir alles galoppieren und sind schnell in einem Dorf. Okay. Los, lass uns von hier verschwinden. Marina, komm frühstücken. Ja. Oh Marina, heute ist ja Halloween. Gehst du nachher mit der Inge noch im Dunkeln ausreiten?